Anstatt ein Sparschwein aufzustellen an einem Fest, kannst du zum Beispiel auch einen Backstein nehmen. Den kannst du dann mit ein paar Blumen schön ausschmücken. Ich habe hier etwas Kleines bereit gemacht. Ich habe die Blumen in Reagenzgläser vorbereitet, habe dann noch etwas Holz zusammengestellt und ich werde dieses hier in die Mitte stecken. Somit haben wir einen kleinen schönen Strauß, der auch etwas länger bleibt, bereit gemacht. Voilà. Und damit dann die Gäste, die dir ein Geldgeschenk bringen wollen an einem Geburtstagsfest oder so, müssen dann das Geld nicht einfach so langweilig in ein Sparschwein stecken, sondern sie können es anschließend ganz einfach in den Backstein stecken. So haben alle etwas davon und es sieht auch noch dekorativ aus auf dem Geschenktisch. Rollen, falten und einfach reinstecken. Es ist zwar nicht so diskret, aber ich finde es eine tolle Idee.